Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Man kann Selbstliebe und Selbstfürsorge auch auf eine ganz andere Art und Weise herunterbrechen und im Alltag anwenden, als ich das bisher auf diesem Kanal besprochen habe. Bisher ging es mir vorrangig darum, euch zu zeigen, hey, schenkt euch Zeit. Schenkt euch, eurem Körper, euren Bedürfnissen Aufmerksamkeit. Durch Meditation, durch Yoga, durch regelmäßige Auszeiten, durch Selbstliebe und Dankbarkeit. Aber man kann das auch auf eine ganz andere, oberflächlichere, vermeintlich oberflächlichere Weise sehen. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Denn Selbstliebe und Selbstfürsorge kann zum Beispiel, bei jedem ganz unterschiedlich, kann zum Beispiel bedeuten, das teure Parfüm nicht dann erst zu tragen, wenn es eine Gelegenheit dafür gibt. Das schicke Kleid nicht erst zu tragen, wenn es zu dem Event passt. Das teure Restaurant nicht erst zu besuchen, wenn euch dahin jemand begleitet, sondern das für euch zu tun, im ganz normalen Alltag. Also das heißt, das teure Parfüm ganz normal im Alltag zu tragen, bevor es nämlich schlecht wird. Oder die teure Gesichtsmaske am Sonntagabend aufzutragen, auch wenn ihr vielleicht Montag zu Hause bleibt. Da muss nicht immer ein besonderes Event anstehen, dass ich mir diese Pflege zum Beispiel zukommen lasse. Hey, mach doch Sonntag eine Kerze an, die tolle Gesichtsmaske drauf und lackier dir die Fingernägel. Ohne, dass den nächsten Tag irgendwas Tolles anstehen muss. Oder trag halt dieses Kleid oder diese verschiedenen Outfits, die du im Schrank hast und immer denkst, oh, die sind so schön, aber ich habe keine Gelegenheit dafür, die zu tragen. Dann trag die doch zum Einkaufen im Supermarkt. Weil es in dem Moment dann darum geht, dass du sagst, ich bin mir es wert, mich aufzuhübschen, dieses Kleid zu tragen. Ich warte nicht auf die Gelegenheit, auf die Menschen, die mich dahin begleiten, auf eine Einladung oder irgendwas. Ich gestalte jetzt, heute diesen Moment, mein Leben so schön wie möglich. Und das heißt, es mir wert zu sein, das teure Parfüm zu tragen, das extravagante Kleid in den Supermarkt anzuziehen oder knallroten Lippenstift zu tragen, auch wenn du vielleicht denkst, oh, das könnte zu viel sein, aber ich mag's. Wenn du es magst, trag's. Die Haare kurz zu tragen, weil man es mag. Also auch im Äußerlichen, mach's jetzt. Warte nicht darauf, dass du mutig genug bist, jemand anderes dich ermutigt, du die Gelegenheit hast, die Veranstaltung hast, den Menschen hast, der dich begleitet, mach's jetzt. Heute. Trag das tolle Kleid, trag den Lippenstift, nimm die teure Gesichtsmaske, trag das Parfüm heute, jetzt, in diesem Moment. Es gibt so einen ganz tollen Mode, also mein Modeguru, Tan Friends, und der hat mal gesagt, es ist egal, wo du es trägst, es ist wichtig, dass du es trägst, weil du dir dann selbst signalisierst, jetzt, dieser Moment, ich in diesem Moment, bin wertvoll genug, das jetzt zu tragen. Ich tue das für mich. Ich trage das Kleid nicht für die Veranstaltung, für die anderen Menschen, sondern für mich. Und ich warte nicht mehr darauf, dass sich Gelegenheiten ergeben oder dass Menschen mich begleiten oder whatever, sondern ich mache das jetzt, weil nur dieser gegenwärtige Moment zählt. Und wir können jeden gegenwärtigen Moment unglaublich wertvoll gestalten. Sacken lassen, kurz verarbeiten. Weil wir sind immer so gehetzt in unserem Alltag und wir können das so schlecht genießen und sind es auch oft so leid, dass der Alltag so grau ist und so routiniert und so normal und da wenig Aufregung herrscht. Dann schaff dir doch die Aufregung, indem du dir die Haare kurz schneidest oder bunt färbst und dieses extravagante Kleid in den Supermarkt trägst. Es wird niemanden interessieren. Eher, wow, das ist ja toll. Und am Ende ist nur wichtig, wie du dich fühlst. Wenn du dich gut in dem Kleid fühlst, zieh es an. Wenn du dich gut mit der Frisur und dem Lippenstift fühlst, mach das. Das ist nämlich auch eine Form von Selbstwertschätzung, von Self-Care, von Selbstliebe, weil du dir zeigst, ich bin es wert. Ich brauche nichts. Ich brauche nicht das Event. Ich brauche nicht andere Menschen. Ich brauche nicht die Gelegenheit. Jetzt, der Moment ist doch wertvoll genug. Und damit zeige ich auch meinem Leben,
Es ist wertvoll genug. Ich kann das, wie es jetzt ist, genießen. Auch wenn ich jetzt nicht auf eine Premierenfeier eingeladen werde, kann ich jetzt dieses Leben, was ich lebe, aktuell genießen. Guck dir das Video nochmal an. Und dann überleg, was diese eine Sache ist, die du jetzt davon mitnimmst und in deinem Alltag machst. Für mich ist es, das tolle Kleid einfach im Supermarkt zu tragen. Weil ich habe so oft praktische Alltagskleidung, die ich mag. Und ganz tolle Sache in meinem Schrank, wo ich nie die Gelegenheit dazu habe, es zu tragen. Scheiß doch auf die Gelegenheit. Trag's doch einfach, wenn es schön aussieht. Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du aus diesem Video für dich mitnimmst, was so die Sache ist, die du jetzt für dich machst. Ganz oberflächlich betrachtet, um zu sagen, ja, ich bin es wert. Ich brauche nichts anderes. Das ist der wertvolle Moment jetzt. Der Moment ist genau passend dafür. Hinterlass dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.